Na, das sieht aber schmutzig aus. Was habt ihr denn hier gemacht? Okay. Das habe ich gestern vorm Schlafengehen alles sauber gemacht. Okay, Leute, ich muss das mit euch teilen. Das ist noch nie passiert, dass die Milky in der Toilette schläft. Das hat sie noch nie gemacht, noch nie. Sie schläft da einfach in der Toilette. Warum macht sie das? Vielleicht bereitet sich da jemand vor. Also ich gebe es noch nicht auf, dass wir keine Babys erwarten. Ich fieber einfach den Tag hin und wer weiß, vielleicht überrascht sie uns ja. Aber das ist krass, ich habe sie noch nie gesehen, dass sie in der Toilette schläft. Und wenn ihr mal in der Toilette zoomt, dann könnt ihr sehen, da ist auch so eine Kuhle gebildet. Das heißt, sie lag da auch drinnen. Warum liegt sie in der Toilette? Das hat sie noch nie gemacht. Ist das ein Zeichen? Wenn von euch jemand weiß, was das zu bedeuten hat oder ob es eigentlich keine Bedeutung hat und ich mich nicht freuen brauche, aber ich habe das noch nie bei der gesehen. Jetzt trinkt sie Wasser. Ab heute Abend wird sie auch die Nächte hier verbringen, weil ich möchte einfach, dass sie dann ihre Ruhe hat. Geburt hin oder her, ob das losgeht oder nicht, wir wissen es ja nicht. Aber ich tue einfach mal so, als ob wir wirklich Babys erwarten. Und wenn es nicht so ist, klar bin ich ein bisschen traurig, aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. Damit kann ich leben. Ich habe 2 gesunde Kaninchen und Babys könnt ihr immer machen. Wenn ich einen guten Rammler kaufe oder so, dann kommen die Babys schon. Aber ja, finde ich jetzt krass. Guck mal, jetzt liegt sie hier und schläft. Und dass die Cookie das immer macht, das finde ich so blöd. Das ist schon langsam nervig. Aber die Milky lässt das ja nicht zu. Sie sind beides Mädels. Nur falls jetzt einer fragt, hä, ist das jetzt ein Mann da oben? Nee. Das ist auch ein Mädel. Aber sie muss zeigen, dass ich der Boss bin und deswegen macht sie das so. Und jetzt wird sie gebissen. Und das ist das Zeichen, wenn sie gebissen wird oder runtergeschubst oder angeknurrt wird, ist es das Zeichen, lass mich in Ruhe, ich bin schwanger. Das hat mir nämlich die Ärztin gesagt. Und das hat sie oft gemacht. Oft hat die Milky geknurrt und gebissen. Und davor hat sie das nie gemacht. Davor hat sie das immer mit sich ergehen lassen, sagen wir es mal so. Und jetzt liegt sie hier auch und schläft. Also sie ist mittlerweile auch immer oft sehr müde und ich sehe sie fast immer nur am Schlafen. Ja, das ist vielleicht auch so ein Zeichen. Heute Abend werde ich dann die Box reintun und ich hoffe, dass sie die nicht anknabbert, weil das ist ja Pappe. Ich könnte auch eine Box geben, die jetzt zum Beispiel so wie diese Box ist aus Plastik, aber da reinzuspringen, es wird nicht einfach für sie sein, weil das ja etwas höher ist. Ja, okay Leute, ich melde mich dann gleich wieder bei euch. Ich mache das Chaos erstmal hier sauber, weil das habe ich auch noch nicht geschafft. Und ich muss es heute echt mit Wasser wischen, weil hier liegt überall und das ist natürlich dann auch nicht so schön. Die beiden Bildchen, jetzt habt ihr das gesehen? Sie hat sich so nach hinten und den Maul auf oder den Mund auf und wollte so beißen. Ein auf, geh weg, lass mich in Ruhe. Bitte Leute, drückt uns die Daumen, dass wir Babys bekommen. Ich habe das Gefühl, dass wir die bekommen. Heute ist es auch übrigens überhaupt nicht sonnig, sondern eher grau, aber schönes Wetter, kein Wind, nichts. Deswegen lasse ich die beiden gleich raus und die Scheibe ist geputzt diesmal. Die dürfen jetzt raus und ich mache dieses Chaos jetzt sauber. Zack, perfekt.
Das reicht fürs Erste. So, ich habe jetzt einfach nur ein bisschen mit dem Besen überall gefegt, das sauber gemacht. Das geht immer ruckzuck. Der Besen passt da perfekt rein. Und hier kann das ganze Dreck dann raus und dann einfach fegen. Fertig aus. Da sitzt schon jemand wieder auf der Toilette und die andere Dame ist im Garten. Hoppelt vor sich herum. Sie muss nicht rausgehen, wenn sie nicht möchte. Ihr gebe ich gleich ein bisschen Gras, dann kann sie hier drinnen essen, fressen. Ich schwöre, das hat sie noch nie gemacht. Normalerweise liegt sie immer da oben. Oder da. Oder darunter, aber nie in der Toilette. Krass. Warum macht sie das? Ist das normal? So, meine Lieben, es hat gerade heftig geregnet bei uns. Wir haben es jetzt kurz vor 17 Uhr. Jedes Mal, wenn ich reinkomme, gucke ich immer erst aus dem Fenster von der hinteren Seite, also von hier quasi, was die Kaninchen machen. Und die sind die ganze Zeit hier, liegen hier, fressen und liegen und fressen und liegen und fressen. In diesem Wetter wollen die beiden bestimmt auch nicht raus. Sollten sie auch nicht, weil Rasen ist nass. Und das bedeutet, wenn die Kaninchen das essen, das feuchte Gras, können die das nicht gut verdauen. Das ist überhaupt nicht gut für die beiden. Es regnet auch gerade. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Doch, man sieht's. Ja, die beiden habe ich jetzt eingesperrt. Die Tür ist jetzt offen. Ich bereite jetzt das Wasser vor und werde hier jetzt komplett alles sauber machen mit meinen Superkräften hier, das hier und das hier, weil ich habe gesehen, hier wurde wahrscheinlich von der Cookie wieder Urin rausgelassen. Das macht sie ja seit ein paar Tagen überall, wo sie will, weil sie damit markieren will und weil sie zeigen will, dass sie hier der Chef ist. Aber nee, meine Liebe, nicht mit uns. Wir machen das hier schnell sauber mit heißem Wasser und antibakteriell. Das ist natürlich keine Werbung, selbst bezahlt. Ich glaube, das sollte ich dazu sagen. So, aber jetzt ran. Und die müssen drin bleiben, weil draußen regnet es. Tür ist offen. Ich will nicht, dass die rausgehen. Ich muss jetzt hier arbeiten. So sieht es jetzt aus. Das ist jetzt der Stand der Dinge. So sieht es aus. Weil sie gerne da drin schläft, habe ich das für sie hier reingelegt. Nestbox, Toilette. Und damit sie sich nicht so unwohl fühlt und das hier nicht so leer ist an der Stelle, habe ich die Brücke hier und hier ein bisschen Heu für sie. Und das frisst sie auch gerade. Und das unten ist genauso wie immer. Das scheint ihr zu gefallen. Das kann sie auch ruhig als Toilette benutzen, wie sie möchte. Aber das finde ich eigentlich super, die Idee so. Die Brücke und hier.
hübsche Milky. Nestbox. Bett. Nochmal so eine. Das war ein Häuschen, aber weil das die da nicht reinpasst, haben wir es umgedreht und Heu rein. Dann können die auch frisches Heu fressen. Futterschale, Wasserschale, noch eine Heuraufe, Steinelemente, wie immer, eine Fließplatte. Ihr merkt gerade, die Türen sind geschlossen. Das ist nur dafür da, dass sie sich ein bisschen gewöhnen kann. Sonst hoppelt sie direkt raus und ja. Das ist auch offen. So, immer wenn es regnet, riecht es so schön. Hier seht ihr gleich Regentropfen. Ich mag das total. Wir haben es jetzt 20 Uhr. Und so leid es mir für die Cookie erstmal. Kommen wir zu dir erstmal, süße Maus. So leid es mir für dich tut, dass du heute ohne deine Freundin schlafen musst. Das muss aber nur für ein paar Tage. Bis wir Gewissheit haben, Cookie. Okay? Dann ist deine Freundin wieder bei dir. Und du? Den habe ich auch vorhin frisches Gras gegeben. Da sehe ich gerade, muss ich Wasser füllen. Bisschen wenig Wasser. Okay, Milky. Nur für ein, zwei Tage. Und dann wissen wir ja, was Sache ist, ne? Das hält ihr schon aus. Ihr könnt ja so miteinander reden. Das ist nicht schlimm. Das packt ihr schon. Ja. Wir haben es jetzt 20 Uhr. Schlafenszeit. Da ist jemand müde. Okay? Wenn wir wissen, ob das mit den Babys klappt, musst du sowieso hier bleiben. Und wenn nicht, dann darfst du wieder zu deiner Freundin. Okay, süße Maus? Ja. Meine Lieben, hier beende ich das Video. Seid mir bitte nicht böse, dass die Cookie heute so eingesperrt aussieht und die Milky. Das ist wirklich nur vorübergehend. Nur für wenige Tage und dann sind sie wieder vereint, die beiden. Bitte keine Hater-Kommentare, dass ich die beiden trenne und dass es nicht gut ist und dass die jetzt im Käfig gefangen sind. Die dürfen raus, die dürfen die ganze Zeit raus. Nur jetzt, wenn es Schlafenszeit ist, müssen wir das einfach mal so machen, ne? Nicht böse sein. Okay, ihr Lieben, macht's gut. Danke fürs Zuschauen und bis ganz bald. Eure Kaninchenbande. Tschüss.